Herzlich willkommen zurück bei I Want to Be Human. Wir sind immer noch bei dieser schönen, tollen ersten Retro-Map. Wir dachten eigentlich, dass es einfach geht, nachdem wir den Boss besiegt hatten. Aua. Aber dem war nicht so. Und deswegen müssen wir jetzt nochmal hier retromäßig durch Zugange kommen hier und versuchen, hier durchzukommen. Und wir wissen alle, dass es nicht so einfach ist. Hier ist einfach die Hölle los. Okay, jetzt hier am Rand. Oh, shit. Das klappt auch nicht. Egal, so. Wenn man da genug dran steht, dann geht das mit der Schaufelndauer, ne? Manchmal nicht. So, jetzt haben wir. Puh, das war richtig knapp. Sonst hätte ich gleich nochmal von vorne anfangen können. Also, wir haben gemerkt, nicht davon Platz quetschen lassen. So. Und hier durch. So, alle Gegner abschießen. Voll die Retro-Style und Umgebung hier, also es ist selbst im Hintergrund auch so alte Radios hier zum Beispiel. Die Kassetten weg natürlich. So. Oh, da hinten gibt es noch Punkte, nehme ich jetzt ein. Nein. Was machst du denn? Ja, Hauptsache zwei. Das ist gefährlich. Mal schnell zurück. Vielleicht kommen noch ein paar Münzen raus. So viel nichts. So, weiter rennen. ...17% Leben haben wir, ne, dann. Okay, haben wir. Von hier so lange auf ihm wieder kaputt ist, jawohl. So, jetzt nochmal darauf. Okay, da haben wir es wieder geschafft. Es war knapp, aber wir haben es geschafft. Wir haben zu lange gebraucht, deswegen haben wir nur ein D gekriegt. Ah, schade. Aber wir haben Bedrock-Gruft. Retro-Rock-Gruft, Bedrock. Retro-Rock-Gruft haben wir geschafft. Jetzt geht's weiter zur Pixel-Knochenhöhle 3. I want to be human. Combo. Oh, da sind wir auf jeden Fall, wenn wir dann runtergehen. Bleiben wir noch ein bisschen hier, weil es so schön war. Oh mein Gott. So, jetzt durchrennen. Was machst du denn ja? Also gut, da darf man nicht bleiben. Alles klar, wissen wir Bescheid. Boah, ist übel.
Heißt also auswendig lernen, wo man hin darf. Lieber nicht, lieber einmal warten. Sah so ein bisschen aus, als könnte ich da zerquetscht werden. So, jetzt wieder hoch mit dir. Schnell mal durchdashen. Man weiß ja nie, was so passiert. Wow. Wow. Wow, okay. Boah, ist das Level übel. Richtig übel. So, schnell wie möglich versuchen rauszukommen hier aus diesem erdrückenden Spiel. Nein, da war ich wieder tot. Ich bin schon so langsam. Kann doch nicht sein. Nochmal. So, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Du hast Zeit. Genieße die Zeit. Ich war wieder viel zu langsam, ich muss da viel schneller durch. Was mache ich denn für eine Scheiße? Kann ja wohl nicht wahr sein. Also nochmal. Geschafft. Oh, ja, klüch, geht der kaputt. Da muss ich an der Wand hängen bleiben. Oh, ich bin ein Depp. Also, nicht so viel schießen, mehr laufen. Heißt die Devise bei diesem Level. Ist ja ein Retro-Level. Wir schießen nur noch kaputt, was wir müssen. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich hang irgendwo fest, ne? Spiel hat einen Bug, habt ihr gesehen. Oh, nochmal das Ganze. Also ganz ruhig. Den Anfang kann ich ja nochmal aussuchen. Ah, fast. Okay. Haben wir? Alles gut. Noch, ich bin da auch mal reingesprungen. Oh, so eine Scheiße, ey. Ah. Dieses Level ist mies. Das ist halt richtig retro. Haben wir oben schon mal alles? Unten links, oben rechts, unten links, oben rechts. Was?
Okay, das passte. Jetzt müssen wir schnell weiter. Einfach weiter, ich habe keine Zeit, mich hier mit denen zu befassen. Alter! Raus aus dem Level! Alter, war das scheiße! Highscore! C! Jawohl! Boah, übelstes Level, übelstes Level! Da muss ich mich ja so konzentrieren, das ist ja unglaublich! Schneefallhöhle 3! Schneefallhöhle 3 machen wir jetzt noch. Eindeutig mit bester Musik. Splatter! Oh nein, da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich wollte eigentlich da oben weitermachen. Ah, ist egal. Okay, da sind, Stacheln, ich muss da unten weiter, na toll. Aua. Na, ist ja easy, ne? Merkt ihr selber. Aua. Oh, eine rote Biatch. Natürlich erwischte mich noch. Wie weit die Dinger fliegen. Bleib schön hier. Die Eingeweide aufsammeln, damit wir ein bisschen Leben kriegen. Toll, da komme ich nicht dran in die Eingeweide. Schade eigentlich. Macht ja nichts. So, genug Eingeweide eingesammelt? Ich glaube schon. Hätte fast geklappt. Da müssen wir rein. Oh. Alter. Hört mal bitte auf, mich zu verarschen. Ja, habt ihr gesehen, ne? War nicht so einfach. Ah, ey. Wenn ich lange nicht rede, dann ist es mal einfach, dass ich mich richtig konzentrieren muss. Weil alles, was hier so einfach aussieht, ist es bei weitem nicht. Wenn ihr mir nicht glaubt, kauft euch das Spiel und spielt selbst. Oh Mann. Langsam, langsam. Oh. Ah, man kann auf die schwarzen Dinger stehen bleiben. Toll. Hätte ich das mal vorher gewusst. Das sieht man ja gar nicht. Frechheit. Das wäre ja so einfach gewesen dann. Manchmal sieht man auch vor lauter Tricks den Wald nicht. Oder so ähnlich. So, haben wir doch. Weiter geht's, weiter geht's. Ein paar Eingeweide aussammeln, damit wir wenigstens wieder auf 100% Leben kommen. Haben wir. So, weiter geht's. Och, ich bin zu blöd, ich bin zu blöd. Aber wir haben auch die 15 Minuten schon wieder erreicht. Heißt, beim nächsten Mal geht's weiter mit I Want to Be Human in den Schneefallhöhlen 3. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, ne? Haut raus. Bis dahin. Tschüss.